die vielleicht den sich an der Ikonografie ein bisschen auskennt, an der christlichen Ikonografie, die weiß, dass Künstler meistens für eine Statue oder für ein Heiligenbild dem Heiligen irgendwo ein Attribut geben. So zum Beispiel, wenn man eine Statue gesehen von einem Mann mit einem Mann mit einem Schlüssel an der Hand, da wissen wir, dass ein Heiliger Petrus ist. Dir werde ich die Schlüssel des Himmelreiches geben, sagt Jesus zu ihm. Oder ein anderer Mann mit einer Mitra, mit zwei goldenen Äpfel an der Hand, das ist den, den wir an 20 feiern, den Heiligen Niklaus. Bei der Heiligen Bärbel, da wissen wir, dass sie durchgestellt ist, neben einem Turm und an der Hand wird sie kellig. Was das Symbol auch bedeutet, das können wir rauslesen aus ihrer Legende. Die Heilige Barbara, sie wäre Töchter von einem reichen Griech. Aber als sie schön Mädchen wäre, wird ihre Papp, von hier nach Dresden gegangen ist, sie an einem Turm angesperrt, wie das Kind hier soll etwas undingen. Weil ihr selber, hier wollt ihr eigentlich hier den Mann zur, den als Mann gehen, den Hirn ausgewählt hat für sie. Aber wenn ihren Papp dann in der Weh wäre, dann hätten sie an dem Turm von seinen Vorstellungen da abgesperrt, aber nicht immer mehr den Abfluss auf sie verlor. Barbara denkt an der Zeit viel nur. Sie hat Kontakt ab mit christlichen Gelehrten, könnte mit ihnen ein Gespräch und das, was der Papp wollte verhindern, da tritt dann an, Barbara, sie bekehrt sich zum Christentum. Aber wie der Papp dann nicht sehen könnt, da dreht ihn durch. Lässt ihn durch, doch grausam foltern, sie an einem Turm, an einem Prism ersperren, weil sie sich weigert, für die fremden Götzen zu verehren. Aber auch an dem Deich der Prism besicht sie einen Engel, er bringt ihr Kommunion, da das dann durchgestellt am Kelch, den sie an der Hand tut. Gefangen sind, so wie hier Bärbel, sind sich sicher auch all die vier kommen, die für einen guten halben Jahrhundert oder noch mehr lang für drin, frei Mäus oder an Schicht gewieselt wird, der nächste Schicht, heuer Minnet, der für der an Grof Rackommers. Rackom, ernst wie mir heute Morgen, schön über den Boden, den schön riecht, wer, wo es hell wäre, wo es Luft nur wäre, aber wir wissen noch, dass wir dann auch nicht so herauskommen. Dass wir Sicherheit sind. Sicher, das wären an der Zeit mir nur. Sie wussten, wie sie der Gefahr ausgesetzt wären. Sie wussten, dass sie nicht über die Gesetze von der Natur verstehen und dass all Moment ein Unglück könnte geschehen, dass sie eventuell auch nicht mehr aus dem Deich drin könnten rauskommen. Das waren Tollsteipen, diese ob eiche Käste gesagt, für ihre eigene Sicherheit, von denen angefangen haben zu schwätzen, da wussten sie, dass es nur Zeit, dass wir uns an Deckung machen. Dass Männer stärker, kräftig, von der Erbicht an der Gruf gezeichnet, sie geborgen hat und sie vertraue Gesicht bei einer schweren Frau, bei ihrem Bärbel, der hier Statue am Anfang von Allgruf stung. Sie konnten nach so hart noch Bausen wirken, sie wussten, da bannen an einem deichteren Turm, da sind wir andere Mächten ausgesagt, da hast Gefahr ganz nur. An den Blick auf die Statue von der Bärbel mit dem Turm, den sie angesperrt hat, an dem sie angesperrt ist, wird ihnen Kraft auf Vertrauen gehen, für heranzukommen, für Heil zu schaffen. Mit Barbara mit ihrem Turm, ich will sagen, sie ist auch heute an unserer Zeit, wo wir dort angesperrt sind, am Deichter von einer Gruppe,
nicht mehr hier bei uns gibt, wie sie als doch eine Frau, eine herrliche Gestalt, die auch heute noch ganz aktuell sind. Weil wie viele Menschen sind heute gefangen? Gefangen an den Erwartungen von ihrer Umwelt. Wie viele fanden nicht aus sich heraus, aber fühlen sich gefangen an ihrer Angst? Geben sie etwa in ihren sicheren Turm zu verlassen, sie hätten keinen Schutz mehr. Sie geben sich bloßgestellt, viele, aber ihre wahrscheinlich sehr verletzlich. Wie viel sie gefangen hat, an ihrer eigenen Sucht, gehen diese nicht umkommen oder gefangen, an Lebensmustern, die sie nicht können auflehnen. Sie sind gefangen an ihre Gewohnheiten, an ihren Denkmustern, an die ganz stur dabei. Alles Themen, an denen Menschen können gefangen sein, an nicht rauskommen können oder auch nicht rauskommen wollen. Kommen wir zurück auf das Herrlich, auf Herrlich Barbara, weil alle Türme, besonders auch Prisonstürme, kaum Fenstern hört, weil sie soll ja, den Turm soll sie ja beschützen, dass keiner von außen rauskommt und auch dass keiner fortlaufen kann. Dafür ist es meistens Deichter worden dran. Und wir verstehen, wenn Herrlich Barbara, der Legende noch, an ihre Prisonsmauern, neben den zwei Fenstern, die da wären, nach ein dritt Fenster wird abbauen gelöst. An die drei Fenstern, durch die bisse Licht der Rackermas, sie stehen für Barbara, für Dreifaltigkeit, für Gott der Papp, für Jesus Christus, für den Heiligen Geist. Und an ihrem Angesperrtsinn vertraut sie darauf, dass Gott sie an seiner Leben hält. Und so was teile ich Barbara mit ihrem Turm auch ein aufrohen Eis, ob nicht der gelaufene Gott doch ein wichtiges Hilf kann sein, für ein Eisen verfangen, ein gefangen sein, ein Stück mehr Licht an den Deichtern zu haben, ein mehr weiter Blick zu haben, nur Bösen. Und so gebe ich so diesen Halt am 2. Adventssonntag. So gebe ich so ein Gehör doch, Barbara, gehört in der von heute doch an die Adventszeit. An die Zeit, wo man eh sonst noch anderen eh Licht mehr aufhängen. Für dann dann noch ob Christi am Kampf von der Krippe Jesus Christus das Licht von der Welt zu gesehen. Das ist eine Vision vom Prophet Jesaja, die wir an der ersten Lesung heute hören haben. Da, wo es deichter ist, schreibt hier oder sieht hier, da soll ob immer Licht entstehen. Da, wo alles tot ist, wo noch menschliche Mämmese nicht mehr geht, da wird nach ein Jahr Leben kommen. Und da, wo der Johannes den Täufer am Evangelium sieht, dass das schon ungelöst das an alles umgehaget, da könnten Jesaja an ihr verspricht, aus so einer Wurzel, die euch die Stauders per die kleinen Arsch rausfüßen, auf Frucht bringen. Visionen, ich glaube drin. Wenn wir all wissen, ein Volk, das keine Visionen mehr hört, das geht zugrunde. Ein Volk, das keine Hoffnung mehr hört, ob eine bessere Zukunft, das geht abgehen und das verliert sich selber. Was von einem Volk gilt, gilt auch für jeder Einzelnen. Wer keine Hoffnung mehr hört, keine Visionen, kein Dream, der kann sich begrüben lassen, weil den ist ein Mann. Denken wir heute darüber nach. Also wir heute merci. Auch wenn es kein aktiver Bierspaum wie Gott bei uns, das wird wahr, das prägt uns. Gesicht von der Helge Barbara, ob das sie geguckt oder vertraut tun, es ist, dass all die Gesichter von der Bierschleit, wir können sie nicht zählen, wir haben das alte Gesicht dafür uns, lebe ich
an der Halle bleiben. Und dafür sind sie nicht vergiss, weil hinter verdanken wir halt ein gutes Stück von unserem Wohlstand. Wir haben noch etwas dabei, und ich meine so leise auch Uleden zum Evaluieren. Das ist etwas Charmantes, wenn an dieser männerdominierten Welt eine Frau hinten zur Seite gestellt ist. Eine Frau, für sie zu beschützen.